Der hat 159.000 Leben. Der hat 159. Vielleicht geht er jetzt raus und wir können rein. Tatsächlich. So. Rosa! Rosa! Schnell! Wissen! Wissen! Schnell! Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Gott sei Dank. Wo läuft er denn auch hin? Ach, da unten läuft er. Okay, puh, da haben wir Glück gehabt. Infizierter Wahnsinniger, yay. Klingt sympathisch. So, was haben wir jetzt hier? Schmutzbecken, schon wieder eine neue Quest. Den nehmen wir gleich mit. Den schwarzen Teich untersuchen. Oh, super. Ja, das machen wir alles gleich. Das kann ich mir ja merken. Aber wir sollen jetzt in das schwarze Becken spucken. Und genau das ist das, was ich das letzte Mal erwähnt habe. In der letzten Aufnahmesession. Und zwar müssen wir hier jetzt einen Chatbefehl benutzen. Und zwar spucken. So. Wow. Wow. Was zur Hölle ist denn das? Alter. Das schmutzige Ding töten. Wow, das ist eine sehr, sehr... sehr, sehr genaue Aussage darüber, was es ist. Alter, willst du mich verarschen? Alter, wie viel Schaden macht er denn? Alter, das sind 3 Stück jetzt. Fickt euch doch alle mal. Kreuzweise. Ins Knie. So, stirb. Jetzt habe ich gerade noch einen Heilungstrank eingeworfen. Was wahrscheinlich nichts gebracht hat. Die Hauptsache, ich töte den. Nur den. So. Aber den habe ich mitgenommen. Hä? Naja, ja. Hä? Wo ist denn hier ein Revive Point? An der Straße? Nie und nimmer. Ich laufe da jetzt schnell hin. Sehe ich ja gar nicht ein. Ich laufe jetzt zu meiner Leiche zurück. Das ist schon fast ein bisschen WoW-typisch eigentlich. In WoW muss man das ja, soweit ich weiß, auch immer machen. Naja. Ich habe nie WoW gezockt, deswegen kann ich es so genau nicht sagen. Aber ich habe es so am Rande mitbekommen. Naja. Oh. Sieht alles ein bisschen... sieht alles sogar noch bedrohlicher aus, wenn man tot ist. Ja. Ja. Hm. Das war natürlich jetzt auch eine dumme Idee. Nee, wobei es war eigentlich keine so dumme Idee. Ich gehe jetzt erstmal zum Körper zurück. Wir holen uns unseren Körper wieder. Und dann... Dann töte ich noch 4 von diesen Kreaturen. Dann können wir die Nebenquest auch noch abhaken. Und dann gehen wir wieder hierher zurück zur Götterhöhle und beenden die Quest auch noch. Ja, und dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Das ist doch super. So. Gehen wir hier hoch, hier hoch, hier hoch. Aber ich finde es echt geil. Ich hoffe überhaupt, ihr seht was jetzt. Wahrscheinlich nur das Weiß. Weil YouTube und so, ne? Konvertiert ja alles dunkler. Aber es sollte eigentlich so passen. Ja, ich will wiederbelebt werden. Wunderbar. So, erstmal die Fähigkeit drauf. Dann heilen wir uns schön. Die Armen. Eigentlich könnten die einem wirklich leid tun, weil... ah ja, das ist super. Der erste haben es schon entdeckt. Die könnten einem wirklich leid tun, weil es sind ja auch eigentlich nur Bürger hier gewesen von Kingsmith. Und, ja, und die wurden dann eben von diesem Schmutz erwischt und sind jetzt wahnsinnig geworden und greifen halt alles und jeden in ihrer Nähe an. Oh, oh, und explodieren, wenn sie sterben. Flupp. So. Aber die setzen uns trotzdem ganz schön zu, muss man ja echt sagen. So, jetzt mach ich mal kurz die Nebenquest an. So. Holen wir uns gleich den nächsten. Gegen Nahkämpfer sind wir, glaube ich, ein bisschen besser gerüstet. So. Oh, oh. So, den haben wir gleich. Na, komm schon. Zu sterbe. Ja, sehr schön. So. Wieder einer weniger. Dann
holen wir uns gleich den nächsten. Oder die nächsten zwei natürlich. Noch besser. Alter, verarsch mich nicht. Komm schon. Fähigkeit Nummer 4, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt, unsere Massenschadenfähigkeit. Die funktioniert einfach so unglaublich oft nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber selbst wenn wir Pistolenressourcen gesammelt haben, die man ja links unten unter unserer Live-Anzeige sieht, dann geht es trotzdem meistens nicht. Total bescheuert. Alter, ich glaube, ich verliere. Scheiße! Alter, jetzt verarsch mich doch nicht. Boah, Mann! Okay, wir haben verloren. Das gibt's nicht. Boah, Alter, mit 2 Leben haben wir es geschafft. Mit 2 fucking Life Points. Alter. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel. Ach Gott, 80 von 100 Haltbarkeit haben wir noch. Das passt. Wunderbar. Ich will jetzt nicht schon wieder gegen solche kämpfen. Ich will jetzt lieber mal zur Götterhöhle gehen. Jetzt will ich auch mal wissen. Müssen wir jetzt etwa gegen einen Gott kämpfen? Geh weg. Geh weg. Weicht von mir. Oh, und das Rad von Venedig. Mit denen könnten wir eigentlich auch mal reden. Jump. Nein, jump. Ach, geht nicht, schade. Okay, dann machen wir das jetzt noch nicht, sondern gehen erstmal zur Götterhöhle. Wir kommen wahrscheinlich sowieso wieder hierher, also von daher sollte das ja kein Problem sein. Und ich guck mal kurz, wie viel die nächste Fähigkeit kostet. Schicksal 27, okay. Aber wir können ja uns eigentlich mal was anderes leisten. Und zwar 8 Punkte haben wir ja jetzt. Dann machen wir es ganz einfach. Wir gehen... Gehen wir Pistolenfähigkeit? Ich weiß gar nicht. Ne, wir gehen mal Klinge, 3 Punkte rein. Und dann gehen wir noch... Boah, ey, was ist mit meinem Hals wieder los? Und dann gehen wir noch auf große Talismane mit 1 Punkt. Also mit 3 Punkten genau zu sein. Dann passt es nämlich wieder. So, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck. Ganz offensichtlich. Ja, wunderbar. Ja, wir haben einen Slot frei. Dann machen wir das doch einfach mal. Draugs. Ja, abends muss ich einfach mal was trinken während dem Let's Play. Das geht einfach nicht anders. Und wir sollen jetzt hier die Draugs platt machen. Oh, das sind aber schon ganz schön starke Draugs jetzt, glaube ich. So, du bleibst jetzt mal stehen. So, noch mehr. Die lassen sich ja ganz schön Zeit. Ah, da kommen sie. Oder kommt einer zumindest. Wirklich schon wieder nur einer? Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Gott sei Dank sind halt die Draugen auch alle Nahkämpfer. Von daher können wir den relativ easy entkommen. Weil die relativ easy platt machen. Alter, was zieht denn der hinter sich her? Willst du mich verarschen? Jetzt greifen die Wichser mich an. Alter, fick dich. Spasti. Alter, das gibt's doch nicht. Zieht der hier die Monster in meine Richtung und streift die an mir ab? Alter. So, los jetzt. Und der nächste. Ein Zerfleischer. Den kriegen wir auch. So. Ja, dreh dich nur im Kreis, solange du willst. Ist mir gerade egal. Ich dreh dir so oder so in den Arsch. So. Adios. Kommt da jetzt echt immer nur einzelne? Das ist ja ein bisschen... Na, ein bisschen witzlos, oder? Ach, hätte ich bloß nichts gesagt. Ich weiß schon, ich weiß schon. Nee, wieder nur ein Einzelner. Das gibt's doch nicht.
Aber dieses Mal ein weiblicher. Und ein Fernkämpfer. So, und drauf damit. Drauf, drauf, drauf. So, das war's. Den Traugberserker töten. Okay. Machen wir doch ganz easy going, ne? Berserker, ach was. Gegen uns hat er doch sowieso keine Chance. Huch. Hä? Wieso schickt der Zombies voraus? Alter, der schickt der Zombies voraus? Willst du mich verarschen? Hat er jetzt eine kleine Privatarmee dabei oder was? Hey! Hey! Alter, was? Was soll denn das? Feige Sau, bleib gefälligst da. Jetzt müssen wir hier nur in dem Zielbereich drin bleiben, oder was? So, jetzt haben wir die kleine Privatarmee verschwunden. Das ist natürlich super. So. Ich finde es immer noch komisch, dass diese Riesenviecher als Hauptangriff Fernkampf haben. Ich kann nicht angreifen, übrigens. Ah, jetzt. So, und drauf damit. Jetzt macht er die Fähigkeit drauf, Alter. So, und was macht's? Zack. So. Und das nehmen wir natürlich auch gleich. Und jetzt gehen wir endlich zur Götterhöhle. Die... Hä, wo ist denn die? Ach Gott, die ist in der ganz anderen Richtung. Mist. Naja. Gucken wir mal kurz auf die Map. Wo ist denn die genau? Ach so. Als Geist sind wir da vorhin auch dran vorbeigekommen. Und ich sehe jetzt auch gerade, für die andere Quest müssen wir in den Vergnügungspark. Ah ja. Das wird bestimmt ein richtiger Spaß für die ganze Familie. Bestimmt. So. Das nehmen wir natürlich mit. Und siehe einer da, die Götterhöhle ist die Verbindung nach Agatha. Haha. Schön, dann haben wir das Portal gleich entdeckt. Das ist richtig geil, dass das im Rahmen von einer Quest gemacht wird. Oh. By the powers handed down to me from WD and the drops of our blood and spit on hit on this paper. What? Nee. I, nee, EDD, was? Do declare that completed the initiation ritual and is now a sworn member of the League of Monster Slayers, protectors of Kingsmith since 1983. 654321 League of Monster Slayers. Ja, schön. Da können wir jetzt unseren Namen eintragen. Naja, gut. Gehen wir die Quest ab. Und wir kriegen einen Blutmagie-Fokus. Na super. Aber wir sind tatsächlich gelevelt. Und ich glaube, wir können uns gleich die nächste Fähigkeit holen. Yep, Schicksal. So, und wir kommen dem Paladin-Set immer näher. So, und hier haben wir eine grausame Warnung. Den Spuren folgen. Ih, Alter. Bäh. Blutige Fußspuren. Doch wer hat sie hinterlassen? Welches grausame Wesen hinterlässt solche Spuren? Wahrscheinlich ein Mensch. Oder ein Zombie. Man weiß es nicht. So, jetzt bin ich gerade etwas ratlos. Die Spuren führen dahin. Dann gehe ich mal dahin. Ach, da. Ah. Oh. Nee. Du bist definitiv nicht das Missionsziel. Sondern Black Goat Wald. Ach, Black Goat Wald. Schwarz, Wald der schwarzen Ziege? Ernsthaft? Hä? Wo, ich sehe die Fußspuren gar nicht mehr.
Ach, da. Dass die einem aber auch nicht besser angezeigt werden, ist ja unglaublich. Ich laufe jetzt mal wirklich geradeaus von den Fußspuren. Ach, hier sind wieder welche. Geht es jetzt auf den Friedhof? Nee, oder? Nee. Da vorne liegt Wissen, das nehmen wir natürlich mit. So. Und wo? Hier sind die Fußspuren, okay. Ich wollte schon fragen, wo gehen die Fußspuren jetzt weiter? Aber wie weit führen die auch? Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt? Ah, so nah war ich jetzt aber noch nicht dran. Wendigo-Kopfjäger. Wow. Oh, oh, unsere Fähigkeit ist wirkungslos gegen den. Das ist natürlich super. So, Fähigkeit draufhauen. So, und weiter drauf, und weiter drauf, und weiter drauf, und weiter drauf. Okay, wir haben ihn fast. Gut, so nochmal, 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 nochmal. Und ciao. So, John Wolf über den Tod des Wendigo informieren. Das machen wir natürlich gleich. Der gute John Wolf, ja, ja. Was wir für den jetzt schon wieder alles gemacht haben. Und der hat ja auch noch eine Quest für uns, stimmt. Aber wir müssen halt auch mal mit der Hauptquest weitermachen, aber... Naja, Freunde. Na, ihr wisst schon. Leveln und so. Cooles Motorrad. Hm. So, und jetzt gehen wir hier einfach mal... Hallo. Wow, jetzt haben wir ihn richtig ausführlich informiert, wie man gehört hat. Naja, Bericht senden. Schon geil, wie viel wir hier eigentlich dafür kriegen. Aber naja, gegen Violett, gegen Violett. Aha. Okay. Nächste Quest. John Wolf gegen Violett. Und ja, meine Quest-Ankündigungen sind immer so episch. Naja, okay, weiter geht's. Entweder haben Sie ein schlechtes Timing für Ihr Wochenende auf dem Land, oder Sie sollen hier etwas für irgendeinen Herrn erledigen, der Sie an der Leine hat. In dem Fall sind Sie am richtigen Ort. Aber vor Ihnen gab's andere. Ich sag's wirklich nur ungern, aber hier schleicht alles Mögliche herum. Illuminaten, Templer, Rachen, Phönizier, der reinste Goldrausch. Sie riechen Macht und wollen was davon. Fischer von der felsigen Küste, bei stürmischem Wind in einem Boot ohne Anker. Ein Sturm kommt. Un und ich, wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Er sitzt schön gemütlich am Eingang und hält den Neulingen das Händchen. Und ich bin mittendrin. Er hat ein wasserdichtes Zelt und warmes Essen. Ich hab feuchte Keller und alte Kekse. Wenigstens spiele ich nicht bloß mit verfaulten Leichen und blassen Ghulen. Es gehen seltsame Dinge vor drüben in dem verlassenen Freizeitpark. Es ist nicht nur altmodisches Rumspuken. Es ist ein böser Ort. Von einem bösen Mann und die gefangenen Seelen. Schreien, weil sie raus wollen. Himmel wie Hölle wohnen in den Herzen der Menschen. Aber in zu reinem Wasser gibt's keine Fische. Ohne das Böse gibt es das Gute nicht. Wollen Sie einen Rat? Immer geduckt halten, die Waffe im Anschlag. Dies ist kein guter Ort. Was immer sich hier versteckt, hungert nach Leben. Es will es nehmen und verschlingen. Um die Straße vor einem zu kennen, fragt man die Rückkehrer. Aber wenn man auf Leichen trifft, muss man nicht wirklich fragen. Dann weiß man, wo man ist.